Hallo zusammen, ich habe hier ein Reisemobil von Knaus, natürlich auf dem Fiat Chassis, und hier auf dem Fiat unterm Beifahrersitz, also direkt hier beim Beifahrersitz, ist eine Untersitzbatterie Liontron 200 Ampere. Steht aber auf dem Kopf, aber man kann es lesen. Hier eingebaut. Die Kabel werden hier angeschlossen. Wir haben hier eine Sicherung drunter und mit einer Spanngurte auf den Rahmen vom Sitz runtergezogen. Man hätte hier hinten Platz für einen Wechselrichter oder hier auf der Seite, aber das wäre eine zweite Baustelle. Original war drin solche eine 80 Ampere Bannerbatterie und jetzt haben wir 200 Ampere Lithium. Wir rechnen Faktor 2,2. Das heißt, das wären etwa 35 Ampere, die man nutzen könnte. Und hier haben wir 200 Ampere, sogar 210, 11, 215 Ampere, die hier drin sind. Also das heißt, wir haben etwa 5 bis 6 mal mehr Kapazität, also 6 mal mehr Reserve in dieser Batterie, wie in der Batterie, die ursprünglich drin war. Ich wünsche euch einen schönen Tag hier aus diesem schönen Wohnmobil.